Leute, nächste Woche Freitag kommt die Single zu Niemals Antäuschen. Allerdings habe ich noch kein Cover. Aber habe eine super Idee. Meine lieben Freunde, natürlich brauche ich ein Cover, das der ganzen Sache gerecht wird, ne? Und was wirklich niemals antäuscht. Also nicht jetzt da irgendwelche gefakte, zusammengeschnittene Kacke. Komm, ich zeig euch mal, wie man wirklich nicht antäuscht. So Leute, diese ganze Antäuscherei muss auch irgendwann mal ein Ende haben hier mit euch. Jeder kommt mir hier mit ihren 5000 Euro Rolex-Uhren. Aber ihr wisst, ich täusche niemals. So Leute, eine Frage an euch. Wer ist bereit für das teuerste Single-Cover der Deutschrap-Geschichte? Niemals antäuschen. So meine lieben Freunde, ein kleiner Tipp an die ganzen Rolex-Träger. 5000 Euro Rolex-Träger. Es handelt sich um eine Uhr. Leute, ich habe die Uhr gerade hier am Handgelenk. Wisst ihr was? Komm, ich mache jetzt gleich das Single-Cover. Instafeed. Jede Minute könnte da sein. Haltet die Augen auf. Wenn ihr jetzt auf Spotify geht, in die Deutschrap Brandneuliste und alle Rapper da seht und deren Uhren zusammenrechnet, dann ergibt das ungefähr den Preis meiner neuen Uhr. So Leute, das Jahr ist jetzt gerade 3-4 Tage, hat es angefangen. Und man hat schon hier neue Maßstäbe gesetzt, was Uhren angeht. Damit man da nicht ständig diese 5000 Euro Rolex von den deutschen Rappern auf Instagram sieht. Das Band. Und auch hier einen kleinen Tipp an die ganzen Deutschrapper da draußen. Wenn ihr sowieso 5000 Euro Rolex holen geht, fliegt in die Türkei, Istanbul, Kapalıçarşı. Kauft euch die gefälscht, dann macht ihr denselben Eindruck, weil mit diesen Uhren kannst du keine. Damit ihr nur Bescheid wisst, ich trage keine Uhren, ich trage Autos am Handgelenk, versteht ihr? Rolex, das ist für mich wie Swatch mittlerweile geworden, das ziehe ich nicht mehr an. Lieber eine Swatch als eine Rolex, aber Rolex, die deutschen Rapper tragen sowas, ich soll sowas tragen, ihr oben Junge. Auch eine kleine Ansage an die normalen Leute, normale Menschen, nicht deutsche Rapper, die sich eine Rolex kaufen. 5000 Euro ist total legitim, völlig cool und kann man sich freuen. Aber die Deutschrapper, die da Songs drüber machen, kommt Jungs. So, this goes out to my bros from Fake Watch Buster, you can see. It's the original. Not like the other German rap artists. They are son of bitches and they do always antäuschen.